Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Und diese Bewegung wird berücksichtigt, das nennt man Präzession. Und weil die indischen Astrologen das anderes berechnen, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, anderes ist als in westlichen Astrologie. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Diese Bewegung muss ich auch korrekt beschreiben, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Früher dachte man, dass die Erde der Mittelpunkt unserem Sonnensystem ist. Das war die geozentrische Weltbild. Kopernikus hat behauptet, dass es gar nicht so ist, sondern das Zentrum unserem Sonnensystem ist nicht die Erde, sondern das Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne. Das war die heliozentrische Weltbild. Helios heißt auch Sonne. Diese Weltbild, dank Kopernikus, hat sich verändert. Man nennt auch kopernikanische Wende. Es wurde aber verboten, damals war das verboten. 1600 musste Giordano Bruno dafür sterben. Zwei Jahre später stand Galileo Galilei vor die Inquisition. Er hat das zwar überlebt, aber er wurde auch bewacht, also er durfte sein Haus nicht verlassen. Es war verboten. Es war verboten, diese heliozentrische Weltbild vermitteln. Jetzt wissen wir, dass das Zentrum unserem Sonnensystem die Sonne ist und die Bewegung macht unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Also astrologisch ist es wie dieses geozentrische Weltbild damals. Also die Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Suraya ist die Name in indischer Mythologie für die Sonne. Suraya oder die Sonne ist im Wassermann. Die Monatsthemen ist erstmal die Luftelement. Von allem befreien, was bedrückt und endlich aufatmen. Dann Wassermann vermittelt uns die Ideenreichtum, dass wir unsere Ideen in Tat umsetzen sollen. Die Tierkreiszeichen Wassermann steht in eine enge Verbindung zum Adler. Die Sternbild Adler befindet sich auch in die Nähe von Wassermann. Und das zeigt etwas und das bedeutet ein Adlerblick, ein Weitblick,
das, was wir gerade brauchen. Und das ist die Monatsthema. Und das sollen wir unseren Augen öffnen. Mond ist die große Uhrzeiger in dieser kosmischen Uhr. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, vermittelt etwas von Sternen, weil Mond saugt das auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter und hat einen Einfluss auch auf unseren Alltag. Soma ist einer von den Namen des Mondes. Es gibt verschiedene Namen. Einer davon ist Soma. Und Mond oder Soma befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Ist im Grenzbereich, weil übergeht jetzt im Tierkreiszeichen wieder. Aber bei Sonnenaufgang ist noch in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die letzte Mondhaus, wo Mond sich bewegt. Was sind diese Mondhäuser? Dazu erzähle ich die indische Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, jung, unschuldig. Rohini ist die Morgenröte, ein Silhouette. Also Mond verliebt sich, Rohini verliebt sich auch an diesen Mond und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwestern auch heiraten. Und dem Mond blieb nichts anderes übrig. Er musste, oder er hat diese Entscheidung getroffen, er heiratete alle 27 Frauen und er besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich kommt der Einfluss von den Sternen und das vermittelt diese Tagesbewegung des Mondes. Und heute ist die Mondbewegung an die letzte Mondhaus. Und diese letzte Mondhaus heißt Revati und bedeutet etwas zum einen krönenden Abschluss bringen. Und das ist auch eine Botschaft, etwas zum Ende bringen oder unsere Ziele erreichen. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie, Feuerelement, und steht in einer engen Verbindung zum Mars. Agni oder Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Mars fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen wieder, weil Mars ist zu Hause hier. Und das heißt, wir haben die Kraft und die Mut, uns zu behaupten. Mars kann sich gut entfalten. Und für die Männer, weil Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer, die Männer haben gerade die Kraft und Mut, wenn das um einen Neuanfang geht, weil wieder symbolisiert auch Neuanfang. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, aber wird mit ein D geschrieben. Ich habe aber nur diese Karte hier, wo 2D geschrieben wird und bedeutet schon Erleuchtung, die Erleuchtende. Aber ich setze diese Karte für Merkur ein. Und Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur aktiviert Themen, was mit Kindern und Jugendlichen was zu tun hat. Merkur steht für junge Leute. Aber nicht nur das, sondern bei Handlungen, bei Gesprächen, bei Terminen und Verträgen spielt Merkur eine große Rolle. Aber im Wasserelement geht es um Gefühle. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Indra steht
in Verbindung zum Jupiter. Also Jupiter ist im Skorpion. Jupiter hat viele Bedeutungen. Erstens bringt Glück und das erleben gerade die Skorpiongeborenen. Oder vergrößert etwas und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Das kann natürlich auch sowas auslösen, dass wir übertreiben etwas. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück und öffnet die Augen auf die Ungerechtigkeiten. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und hier zeigt sich diese Schönheit. Lakshmi oder Venus ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Für uns Frauen bedeutet das, dass wir haben gerade die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und wir wollen unsere Ziele erreichen. Und Venus hat einen Einfluss auf die Liebe und das ist auch ein großes Bedürfnis, auch bei Männern, mehr Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Wir schauen die Elemente an. Mars, Saturn im Feuerelement, Venus ist im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement, Mond, Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Das heißt, von allen Elementen kommt kosmischer Einfluss und das sorgt dafür, dass wir dieses Gleichgewicht verspüren. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, bewegt sich im Widder. Bei vielen Menschen löst Neuanfang aus. Neptun zeigt unseren Visionen und unterstützt die Inspiration, unterstützt die Künstler, bewegt sich gerade in Wassermann und Pluto gibt uns die inneren Kraft, das ist auch die Überzeugungskraft, aber auch das Loslassen. Pluto ist im Schütze. Und jetzt noch die Verbindungen. Sonne und Mond stehen eine harmonische Verbindung und wenn die beiden Lichter in Harmonie sind, dann spüren wir das auch, diese innere Harmonie, inneren Gleichgewicht. Mond steht zum Mars, auch eine harmonische Verbindung. Und das heißt, die Männer haben ein gutes Gefühl, aber kann auch bedeuten, dass wir uns gut behaupten können, wenn wir auf unserem inneren Stimme hören. Sonne steht mit Saturn, auch eine harmonische Verbindung. Und das bedeutet, wir haben mehr Klarheit. Was wollen wir im Form bringen oder etwas in Ordnung zu bringen. Mars steht mit Neptun, auch eine sehr gute Verbindung. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft können wir uns einsetzen und unsere Träume verwirklichen. Und natürlich Mars steht zum Männer auch in Verbindung. Und das heißt, die Männer können ihre Träume verwirklichen und damit heute beginnen. Und das waren die Verbindungen. Jetzt zum Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet und haben ein ganz präzise Kalendersystem gehabt. Verschiedenen Kalender. Aber das hat einen Einklang. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition vernichtet, aber ein Teil ist noch übrig
erhalten geblieben, genau, erhalten geblieben. Und ich habe das als Aufgabe genommen, diese Maya-Kalender bekannt zu geben, auch wenn das ein bisschen fremdartig klingt. Es ist ein präzises Kalendersystem und das ist schon im Einklang mit der Natur. Bei Maya-Kalender gibt es Wellen und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist so ähnlich wie bei uns ein 7-Tage-Woche. Wir befinden uns gerade in der 7. Welle und diese 7. Welle dauert bis 11. März 2019. In diesem Zeitraum haben wir einen Einfluss von Wasserelement und das symbolisiert unserem Unbewussten, unserem Gefühlen, dass wir gerade das intensiver wahrnehmen. Diese Welle heißt die Welle der Reinigung und blitzartigen Transformation. In Natur können wir das beobachten wie Gewitter, Blitz, Donner, genauso erleben wir auch in die Tage. Und die Aufgabe ist, dass wir das mit einem Vertrauen begrüßen, ohne Angst, weil das ist die Erneuerungskraft, ein Wandel. Und das ist notwendig, diese Umbrüche, diese Stürme, diese blitzartige Veränderungen gerade, weil das klärt etwas auf. Und diesem großen Wandel befinden wir uns gerade bis 11. März. Im heutigen Tag wirkt die Zahl 11. So haben die Mayas das gezeichnet. Für die Mayas hat die Zahl 11 bedeutet feinstoffliche Energie und alles, wo wir eine Lösung brauchen, geht es viel, viel einfacher, als wir das gedacht haben. Das ist eine Meisterzahl und zeigt in unserem heutigen Tag, wir werden die Probleme meisterhaft lösen und geht alles viel leichter, wie wir das vorgestellt haben. Die planetarische Energie, dieser Kraftfeld, ist Muluk. Hier ist dieses Symbol. Und Muluk bedeutet übersetzt Wasser. Das Fluss des Lebens symbolisiert. Und nicht nur das Fluss des Lebens, sondern die Schicksalsrad. Und das hat mit unserem Karma etwas zu tun. Und das bedeutet, wir Menschen haben eine Seele und das ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und sinngemäß kann ich das so vorstellen, dass Gott fragt dann, na und wie war es denn auf die Erde? Und die Seele erzählt, weil die Seele hat die Erinnerungen und Gefühle. Und die Seele erzählt davon etwas. Wenn die Seele sagt, ja, das war doch wundervoll, ich war so glücklich, ich fühle mich frei, dann hat die Seele sich befreit von Karma. Wenn die Seele sagt, ich habe doch eigentlich noch gar nicht gelebt, dann könnte ich das so vorstellen, dass Gott antwortet, dann geh halt wieder zurück. Und die Seele macht diese Reise, das ist diese Seelenreise, das ist dieser Rad, dieser Schicksalsrad, immer wieder, so lange, bis die Seele behaupten kann, jetzt habe ich das geschafft. Ich habe das gemeistert. Ich habe mein Leben beherrscht. Jetzt bin ich befreit. Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich so befreit. Und das ist das Ziel, außer dem Selbst zu sein. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und so lange sind wir in diesem Kreis, in diesem Schicksalsrad. Und das ist nichts anderes als eine Seelenreise. Das ist Karma. Und diese karmischen Erinnerungen, diese karmischen Themen kommen gerade in Vorschein.
Und natürlich hier ist wichtig das Vertrauen, das Selbstvertrauen, Vertrauen Gott, Vertrauen das Fluss des Lebens. Die Mondenergie symbolisiert Men und bedeutet übersetzt Adler. Und das heißt Überblick, ein Weitblick haben, und dieser Adler symbolisiert auch die Vision, die Träume, die Visionen und Botschaft, sowie Botschafter Gottes. Und was ist die Botschafter Gottes? Das ist unsere inneren Stimme, unsere Intuition. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.